Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die kompletten Videos aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengefasst, ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Ja. Hallo, Herr Steiner? Mhm. Guten Tag, ich bin's, die Frau Stern von Top Trade. Aha. Wir haben letzte Woche gesprochen. Keine Ahnung. Du meinst nicht, weil sie Montag nach 16 Uhr anrufen. Ach so, ja, kann sein. haben Sie Zeit jetzt? Hm. Nein? Ja, doch. Ah, okay, gut. Wissen Sie noch vielleicht, worum es geht, Herr Steiner? Nur worum soll es denn gehen? Wissen Sie es nicht? Nee. Okay, ich erkläre es Ihnen. Nun, ich melde mich ja von Top Trade 500, ne? Und wir sind eine Online-Handelsplattform, Online-Trading, Herr Steiner. Ich wollte Sie nur kurz etwas informieren. Ich weiß nicht auch, ob Sie vielleicht unsere E-Mail gelesen haben oder nicht. Die haben wir vor 2 Wochen ungefähr gesendet. Haben Sie es? Von Top Trade? Mm-mm. Es sollte Neukundenakquise stehen. Nein, habe ich nicht geguckt. Nein? Okay. Also Steiner, Sie wissen ja, was Onlinehandel ist, richtig? Nee. Nein? Also wir befassen uns ja mit verschiedenen Handelsinstrumenten wie Forex, Krypto, Rohstoffe, Aktien und so weiter, ne? Aha. Genau. Haben Sie vielleicht Erfahrungen in diesem Bereich, Herr Steiner? Nee. Nein? Nee. Dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, oder? Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. ich erkläre Ihnen, was auf der E-Mail stand, Herr Steiner, okay? Also, wir haben ja zurzeit eine Neukundenakquise, das heißt, wir möchten ja unseren Kundenkreis erweitern. Und aus diesem Grund, Herr Steiner, geben wir Ihnen eine Möglichkeit, uns auszutesten. Das heißt, Sie bekommen von uns einen 100%igen Bonus. Somit werden Sie nur mit dem Bonus handeln, ne? 4 Wochen lang. Dazu bekommen Sie noch einen kostenlosen Broker, das ist ein Finanzberater, der das Ganze für Sie verwalten wird, Herr Steiner, und noch kostenlose Schulung natürlich, wenn Sie möchten. Folgen Sie mir noch? Wohin? Folgen Sie mir? Ja, wohin denn? Ja, was ich gesagt habe bis jetzt. Haben Sie gehört? Ja, so halbwegs. Herr Steiner, das ist einfach nur eine Testphase, 2 bis 4 Wochen lang, und nach 4 Wochen können Sie sich entscheiden. Wenn Sie sehen, dass alles reibungslos funktioniert, machen wir gerne weiter dann mit Ihrem Kapital. Wenn nicht, zahlen Sie alles aus und wir gehen getrennte Wege. Und wer garantiert mir, dass man die Auszahlung auch machen kann? Wie bitte? Und wer garantiert mir, dass man die Auszahlung überhaupt machen kann? Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sie brauchen ja keinen dafür zu fragen, Herr Steiner. Mhm. Genau, ja, haben Sie vielleicht ein Recht in der Nähe? Dann zahle ich erstmal 1 Euro ein und gucke, ob die Auszahlung funktioniert. 1 Euro? Mhm. 1 Euro geht leider nicht, Herr Steiner. Na klar. Somit Weil die Mindestsumme bei uns, um mein Konto zu aktivieren, ist 200 Euro. Ja, aber mit 250 Euro oder 200 Euro probiere ich nichts. Nee. Ganz kurz, Sie verstehen das falsch. Sie aktivieren nur das Konto, damit der Bonus freigeschaltet wird. Sobald ich auf euer Konto überweise, weiß ich nicht, ob es zurückkommt. Das probiere ich maximal mit 1 Euro und mit 30 Cent mehr. Nun, ich kann natürlich verstehen, warum Sie so reagieren. Vielleicht hatten Sie schlechte Erfahrungen. Nö. Oder Sie haben etwas über die Börse gelesen. Das ist ja ganz normal, Herr Steiner. Ich kann Ihnen das gerne auch glauben. Wissen Sie, ich kann Ihnen gerne natürlich den Bonus im Voraus zukommen lassen, damit Sie es selber sehen können. Für Sie mache ich das gerne, wenn Sie mir nicht glauben. Also haben Sie einen Rechner oder nicht? Ich kann Ihnen das gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wie bitte? Ja. Okay, super. Dann gehen Sie auf Google Chrome. Habe ich nicht. Haben Sie nicht? Ja. Und wenn Sie bei Google gehen, wie machen Sie das? Wo gehen Sie drauf? Ja, beim Internetfenster. Genau, aber wie heißt es? Hat der einen Namen? Das spielt doch gar keine Rolle, über was ich ins Internet gehe. Okay, kein Problem. Gehen Sie einfach drauf und schreiben Sie ganz oben www. Ja. Und dann? Okay, ich buchstabiere das. T wie Theodor. Hm. O wie Otto. Hm. P wie Paula. Hm. T wie Theodor nochmal. Hm. R wie Richard. Hm. A wie Anton. Hm. D wie Dore. Hm.
E wie Emil. Mhm. Die Zahl 500.com. Mhm. So, was sehen Sie jetzt? So, so eine blau-weiße Seite. Blau-weiß, okay. Können Sie etwas vielleicht vorlesen, wenn es geht? Nee. Weil es ist auf Englisch, richtig? Oder haben Sie es auf Deutsch? Nö, ist auf Englisch. Okay, was steht da? Ich habe gesagt, ich werde es Ihnen nicht vorlesen. Ich muss doch wissen, was Sie sehen. Hier ist die Startseite, aber wo Sie mich geleitet haben, dann werden Sie wohl auch keine andere Startseite. Okay, steht da Trade Wisely, Wisely. Ja, ich gucke mir aber hier nebenbei eure Bewertungen an, die sind ja eine absolute Katastrophe. Achtung, Betrug, hier wird kein Geld ausgezahlt, damit hat sich's dann erledigt. Nein, das stimmt doch nicht. So, doch, was haben wir überhaupt nicht? Doch. Nein, Herr Steiner. Ja, ich lese doch die Bewertungen. Wo haben Sie denn das gefunden? Broker-Bewertungen.de. Wo? Nochmal? Broker-Bewertungen.de. Warten Sie, Broker-Bewertungen. Ja. Ist das eine Seite oder wie? Ja. Broker-Bindestrich. Brauchen wir doch bloß auf Google gucken. Da sieht man doch genug. Also Google ist ja voll mit Kicken. Punkt.de oder com? Punkt. Moment. Keine Ahnung, jetzt heißt es wieder zu. De oder com? Punkt.de. Okay, und wo finden Sie das? Wie soll man denn euren Namen in die Suche eingeben? Wo eingeben? Googelt doch einfach. Ich brauch's dir nicht erklären. Weißt du selber, dass eure Firma Betrug ist? Ist es aber nicht. Doch. Ich weiß, dass sowas gar nicht existiert. Schon mit deinem Namen. Ist deiner, sowas haben wir überhaupt nicht. Na doch. Ich wundere mich jetzt, wo haben Sie das gesehen? Ich will das ja, auch sehen. Ja. Warten Sie. Top, Trade, 500, Bewertungen. Ich schreibe das mal. Warten Sie. Wäre es so, hätte ich Sie gar nicht angerufen, Herr Steiner. Ja, ja. Sollte ich Sie das verarschen? Das erzählen die ganzen Betrüger alle so, ja. Warten Sie, warten Sie. Hier steht etwas. Nein, ich finde nichts. Genau, warten Sie. Wir haben Kommentare, aber bei Trustpilot. Und da haben wir nur gute Kommentare. Ja, ja, die habt ihr jetzt auch alle gekauft. Auch warten Sie, warten. Trust. Die Bewertenden draufklickt, dann sieht man nein, das nein, 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 nein. Das sind gekaufte Bewertungen. Nein, nein, doch, nein. Sowas gibt's nicht. Nein. Doch, sowas gibt's. Nein, ich gibt's Tag nicht. Ich drüber und warne die Leute. Und da jetzt auch. Aber wo haben Sie das gesehen? Ja. Ich will das auch sehen, Herr Steiner. Augen aufmachen, bei Google eingeben und findet man das von was soll ich bei Google eingeben? Ja, euren Namen und dann Bewertungen und dann sieht man schon die ganzen Gruselstories. Ich finde hier nichts. Genau. Was? Top. Mhm. Warten Sie, ich will das sehen. Ja, ja. Trade. 500? Ja, das Bewertungen. Ist nichts anderes als Betrüger, die Leute verarschen und die Kohle nicht auszahlen. Ihr nehmt die Kohle und zahlt nein, die nein, wieder. Nein. Doch. Nein, 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 sowas ja, machen wir nicht. Ganz kurz, ich sehe eine andere Seite. Ja? Top Trade Group, Vorsicht, Geld nicht ausbezahlt. Aber das sind wir nicht. Hm. Weil wir sind Top Trade 500 und ja, nicht Top Trade. Ja, von Top Trade 500. Nein, 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 oh, nein, Sie sind falsch. Nein, 100 pro. Nein. Sie verwechseln mich. Ich bin ja nicht blöd. Kann schon mit Kugel umgehen. Ganz kurz. Mhm. Spaß auf der Seite jetzt, wirklich. Ja, ja. Sehen Sie, ich sehe es auch. Top Trade Group steht hier, Vorsicht, Geld nicht ausbezahlt. Aber das sind wir nicht, weil ja, wir sind Top Trade 500. Und ja, hier ja, steht nur Top Trade. Habe ich auch gesucht. Warten Sie schon nach. Mhm. Hier. Great company, always working on your shadow. Ich egal anrufen. Ihr habt ja gar keinen Daten. Ich hab hier gute Kommentare. Sie verwechseln mich mit jemandem. Nein, Herr Steiner. Sie verwechseln nein, mich mit dieser Top-Trade-Plattform. Nein. Obwohl wir das nicht sind. Nein. Wie alt ist denn euer Unternehmen? Dann googeln wir mal dann, ob das stimmt, was du mir sagst. Wie alt unser Unternehmen ist? Hm. Sind über 10 Jahre in dieser Branche. Na, über dann gucken wir mal, ob das stimmt. Das gucken können wir Sie auch eingeben. Mal gucken, wann die Domain angemeldet wurde. So, ja, die Domain wurde angemeldet. Creation Date am 15.03.2022. Also auch das ist gelogen. Wo denn? Wo sehen Sie das? Eure Firma gibt es erst dieses Jahr, seit dieses Jahr. Also nein, da sind Sie oh, falsch. Mir, ich habe die Virus-Abfrage gemacht. Nein, Herr Steiner, ganz kurz.
Jetzt kommt wieder die Geschichte mit sozialer Plattform. Sie haben etwas Falsches geschrieben. Nee, ich bin ich mir wirklich sicher. Sie hat direkt von eurer. Nein, nein. Doch. Nein, Herr Steiner, wir haben keinen schlechten Kommentar und wir sind kein Scam oder so. Ihr seid Scam, ihr seid seit dem 15. März auf dem Markt. Nein, Herr Steiner, wovon reden Sie überhaupt? Ja, ich sehe es doch vor mir. Ich bin mir wirklich sicher, dass Sie schlechte Erfahrungen haben. Das tut mir wirklich leid für Sie, Herr Steiner. Nur, alle Finger sind ja nicht gleich, ne? Seit wann arbeitest du da selber? Deswegen sollen Sie nicht mich jetzt so fertig machen, sage ich mal. Weil ich bin nicht diese Plattform, Herr Steiner. Seit wann arbeitest du da? Vier Jahre mache ich jetzt. Ach, vier Jahre. Seit Jahren. Überlegt. Das ist ja Quatsch. Dann weißt du ja selbst, dass du mich gerade anlügst. Nein! Eure Webseite erstellt wurde. Man kann nachgucken, wann eine Webseite erstellt wurde. So, und ich sehe es hier. Am 15.03. diesen Jahres. Also erzähl mir nichts von 10 Jahren. Aber wo sehen Sie das? Ich will das auch sehen. Warten Sie. Eine ganz einfache Boris-Abfrage. Ich bin jetzt bei unserer Plattform bin ich jetzt. Aber ich habe hier nichts zu sehen. Ich sehe hier Home, Account Types, News, Boss, Contact. Also, eure Domain, die wir jetzt hier gerade genannt haben, die toptrade500.com, ist erst erstellt worden am 15.03.2022. Wo denn? Wo sehen Sie das? Ja, man kann gucken, wann eine Domain gekauft wurde. Das kann man nachgucken. Man kann das nicht... Was? Jetzt kann man das nachgucken, wann eine Domain gekauft wurde. Wir haben nichts gekauft. Steiner, ja, eure wir Domain haben nichts gemacht. Natürlich. Ohne Domain keine Webseite. Und die Domain habt ihr am 15.03. Ja, gekauft. Aber wir haben nichts gemacht. Ich meine, wir sind, wie gesagt, über 10 Jahre, sobald ich weiß. Ja, Betrug. Sogar mehr als 10 Jahre, glaube ich. Ich bin keine Brokerin, ne? Ja, aber eine Betrügerin. Ganz kurz. Sie beleidigen mich jetzt. Nee, das ist eine Tatsache. Sie sollten sich nein, das ist keine Tatsache, nein. Doch. Sondern sie reden einfach nur hier Quatsch, nur weil sie schlechte Erfahrungen hatten mit einer anderen Plattform. Denken Sie, dass alle gleich sind? Nein, ich sage Ihnen jetzt eins. Ganz kurz, ich rede. Das ist Blödsinn. Das redet man dir nur ein. Das ist eine Blödsinn-Geschichte. Ich habe noch keine Erfahrungen mit irgendeinem Scheißbroker gemacht und ihr seid nichts anderes als Betrüger. Ich kann doch alles, was du mir sagst, widerlegen. Herr Steiner, beruhigen Sie sich. Wieso regen Sie sich auf? Ja, weil du eine Betrügerin bist. Bin ich nicht. Nein, ich sage nicht. Doch. Nein, ich bin keine Betrügerin. Doch, du bist eine Sie kriminelle wurden Betrügerin. Einmal auf die Schnauze gefallen. Du deswegen bist eine kriminelle Betrügerin und ich bin definitiv Steiner. Noch nicht auf die Schnauze gefallen. Wollen Sie mitmachen oder nicht? Ich werde definitiv bei einer Betrügerin kein Geld einzahlen. Okay, so soll es dann sein. Such dir lieber ganz schnell einen anderen Job, bevor dein Callcenter hochgenommen wird. Ich liebe meinen Doch. Job. Ja, nein. Das ist doch ekelhaft, dass du den Job da liebst. Nur weil das ist doch sie widerlich. So, nur weil sie so das ist doch denken, heißt es noch lange dass nicht, dass da es betrügt. Stimmt, Herr Steiner. Mach es was Anständiges nicht. Aus deinem Leben und betrüge nicht die Leute. Ich betrüge überhaupt niemanden. Natürlich das betrügst du krank. Die Leute. Das musst du doch mal um langsam Gottes merken. Wille. Ich meine, ich bin doch nicht um der Gottes Erste, Wille, der dir sowas Herr am Steiner. Telefon erzählt. Wieso sollten wir sowas tun? Ja, wieso sollte man die Leute ich betrügen? Ich brauche ihre genau. 200 Euro nicht. Ich habe mehr als genug. Ja, genau. Ganz genau. Richtig. Und deswegen genau. arbeitest du auch in einem Betrüger-Callcenter. Nein, richtig. Das tue ich doch, nicht. Doch. Ich bedanke mich doch. Sehr, Herr Steiner. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du bist eine Betrügerin und eine Kriminelle. Und dein Job danke ist einfach schön. Nur ekelhaft. Okay, danke schön. Bitte schön. Such dir ganz schnell was Neues. Danke, denn irgendwann wird die Polizei auch bei euch einrichten. Ja, guten Tag. Guten Tag. Herr Kunft. Ja. Entschuldigung, mich für die Störung. Mein Name ist Kevin. Und ich möchte mit Ihnen ein Gespräch. Ist möglich oder störe ich Ihnen nicht? Ja, geht. Danke. Ich habe gesehen, Ihr Interesse im Internet für Online-Geschäfte. Haben Sie Erfahrung in diesem Geschäft oder nur sind Sie angemeldet? Ja. Wo haben Sie das denn gesehen? Im Internet in einer Werbung von Kryptowährungen, Bitcoin-Werbung war der. Das haben Sie in der Werbung gesehen? Ja. Herr Kunft, herr.kunft0@mdccfan.de. Richtig? Ja. Das heißt, Sie haben Erfahrung. Nee. Hören Sie mich? Ja. Okay. Ihre Erfahrung ist gut oder schlecht? Gar keine. Gar keine? Perfekt. Ich bin Broker bei wise.com. Haben Sie einen Computer? Ja, sowas habe ich. Ein Programm Anydesk oder TeamViewer benutzen Sie?
auf Ihrem Computer? Nee. Schön. Okay, dann wenn Sie möchten, Sie können das Programm herunterladen an den Disk. Okay, möchten Sie nicht. Schreiben Sie eine neue Seite bei Google Chrome, weil ich möchte erklären die Plattform. Aber ich habe keinen Google Chrome. Was benutzen Sie? Ich habe den Tor-Browser. Okay, öffnen Sie. Können Sie in Internet gehen? Ja, das kann ich machen, ja. Machen Sie. Und dann schreiben Sie. Dann schalte ich mal meinen Computer an. In Ordnung. Ach so, das sagen Sie mir. Ich bin seit vielen Jahren in dieses Geschäft, Herr Kunft. Sind Sie Rente oder arbeiten Sie? Nee. Was heißt nee? Rente? Nee. Arbeiten? Nee. Mit Finanzamt oder was? Nee. Wie leben Sie, Herr Kunft? Ganz gut soweit. Ganz gut soweit? Mhm. Haben Sie Stress oder? Nee. Nee, okay. Sind Sie mehr als 70 Jahre alt oder wenig? Nee. Was meinen Sie mit nehmen? Na, bin ich nicht. Sind Sie nicht? Sie sind mehr als 70 Jahre alt? Nee. Okay. Welches ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Ja. Kaffeesatzleser. Sehr schön. Ist Ihr Computer angeschaltet? Ja. Schön. Suchen Sie im Internet? Oder brauchen Sie noch Zeit? Der braucht noch. Haben Sie Corona? Ich habe Ihre Mutter da. Warum beleidigen Sie? Wie fragen Sie mich, habe ich Corona, ob ich Corona habe? Na, muss man doch heute fragen. Nicht so wie Sie. Wie fragen Sie mich? Ja, aber mit Ihnen will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Sie sind beleidigend. Okay, in Ordnung. Sie sind ein Betrüger. Ich bin Betrüger? Ja. Haben Sie mit mir so gesprochen, als intelligent. Naja, nur Betrüger beleidigen. Wenn ich Ihnen zeige, hier ist mein Ausweis und ich bin kein Betrüger. Ja, dann haben Sie den Ausweis geklaut. Habe ich meinen Ausweis? Oh, dann Sie sind mehr intelligent als ich. Mhm, genau. Wie viel Geld haben Sie verloren mit Trading? Na, gar keins. Wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, weil nur Betrüger solche Aussagen treffen und nur Betrüger beleidigen. Die Betrüger beleidigen? Warum? Ja. Die normale Broker, die beleidigen nicht, ja? Richtig. Normale Menschen beleidigen andere Menschen nicht. Wow. Wie haben Sie mich beleidigt? Mit Corona-Frage. Das ist ja keine Beleidigung. Ist Beleidigung für mich. Ja. Für mich heißt Beleidigung. Ja, das ist nicht mein Problem. Okay, auch das war nicht mein Problem. Ich war nicht. Ja, aber ich arbeite nicht mit Betrügern zusammen. Ich bin nicht Betrüger zusammen. Sie können nicht mit mir arbeiten, aber ich bin nicht Betrüger. Doch, du bist ein Betrüger. Und wo wissen Sie, dass ich ein Betrüger bin? Ja, weil du beleidigst. Woher kommt das? Wo? Ja, weiß ich nicht, woher das schlechte Benehmen kommt. Schlechte Benehmung, ich kann sagen, was ich möchte. Nee. Doch, wie nicht? Nee. Ich kann sagen, nicht, ja, ich fick ihr Gesicht, ich fick ihr Arsch. Ja. Ich kann sagen. Kann ich ja nichts, wenn du sexuelle Störungen hast. Das Thema ist jetzt, wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, wegen den Beleidigungen. Die Beleidigung kann jeder Mensch. Ich bin nervös als Charakter. Ja, aber anständige Menschen machen sowas nicht. Wie machen Sie das nicht? Warum? Wie denken Sie, der Broker hat Angst vor dem Kunden oder was? Nö, nee, aber Sie rufen mit einer gespufften Rufnummer an und... Mit was rufe ich? Bin mit einer gespufften Telefonnummer und benehmen sich wie ein Betrüger. Nehmen Sie die Brille bitte, weil meine Telefonnummer ist österreichische Nummer. Nee, die ist nicht erreichbar. Wie ist nicht erreichbar? Nee, ist nicht erreichbar, die existiert nicht, die Nummer. Wie existiert nicht die Nummer? Wie sprechen Sie so einfach? Verstehen Sie, mit den Telefonaten sind registriert. Ich kann eine Anzeige machen für Sie. Ja, dann los. Ja. Hopp, hopp. Wie hopp, hopp? Na, dann mach. Ich mache, wenn ich möchte. Nicht, weil Sie sagen. Na dann. Ist ja peinlich. Leere Versprechungen. Schauen Sie, wenn Sie Geld verloren haben im Trading. Habe ich nicht. Okay, wenn Sie nicht haben, ist okay. Aber wenn Sie verloren haben, ich bin sehr zufrieden. Weil so Menschen, wenn Sie als intelligent sprechen und Sie denken, dass ich Betrüger bin. Ja, bist du doch auch. Für Ihr Geld zu klauen. Bist doch aber auch ein Betrüger. Ich bin nicht ein Betrüger, weil wenn ich ein Betrüger bin, ich rede nicht so mit Ihnen. Ich musste mit Kultur sprechen und wie. Nee, das kannst du ja nicht. Und nehme ich Ihr Geld. Ja, aber du bist ja nicht intelligent. Ich rufe, weil ich gesehen habe die Daten im Internet. Ja, illegal aufgekauft. Illegal? Aber Sie haben Sitz angegeben und ist illegal jetzt, weil Sie Sitz angegeben haben?
Und wie willst du das beweisen? Wie will ich? Mhm. Mein Gott. Tja. Ich habe nichts zu tun mit ihrer gedacht. Tja. Sie da können denken, mit der Intelligenz schon auf, ne? Für mich interessiert mich nicht, aber ich als Typ, als Charakter, ich bin nervös und ich lasse nicht die Leute mich zu verarschen. Ja, aber du bist ja kriminell. Wenn ich kriminell bin, doch. Ich komme auf die Tür und ich töte ihn. Ja, du bist kriminell. Doch, du bist kriminell. Ich bin kein Kriminell. Doch, du bist kriminell. Nein, die Leute zum Beispiel, wie sie, die überwiesen das Geld selbst. Ich komme nicht auf die Tür, ich sage, überwiesen sie oder ich... Ja, aber du betrügst ja die Leute damit, die das Geld überweisen. Egal, weil, wenn zum Beispiel, weil ich bin nicht Betrüger, aber zum Beispiel, wenn ich Betrüger bin, bist und ja ich auch. Lüge ihnen, du sie sind wieder schuld. Sie sind wieder schuld. Warum? Nee, du bist ein Betrüger. Egal, ich bin ein Betrüger oder nicht. Das Geld, sie haben eingegeben bei Betrügen. Ja, ist ihre Schuld. Ist nicht meine Schuld. Aber trotzdem illegal. Nein, ist illegal. Ist nicht illegal. Ihr Geld ist weg. Und ist der Betrüger geht in Spanien, macht Schwimmen und fickt Frauen mit ihrem Geld. Macht Spaß. Sie, was machen sie? Sie bleiben in Deutschland, wo regnet es, kalt, Probleme, psychisch, alleine zu Hause. Bin ja gar nicht in Deutschland. Bei Tieren, Hunden, Katzen. Das bin machen ja gar sie, ganz stark. Bin und ja der gar Betrüger, nicht in Deutschland. Der Betrüger ruft ihnen und klaut ihr Geld, nehmt ihr Geld. Sie geben ihr Geld, weil der nimmt nicht. Aber sie geben das Geld mit ihrer aber Hand. Aber sowas ist ja asozial. Mit ihrer Hand geben sie Geld bei Betrügen. Und der Betrüger ja macht asozial, Spaß so. In Spanien. Aber zusammen ist ja asozial, mit meinem Kollegen. Mit meinem Kollegen nach Spanien, Italien. Ja. Aber irgendwann wirst du auch mal verhaftet. Fliegen, Urlaub. Irgendwann kriegen sie sich dich mal damit. Ach, mein Freund. Ja. Mein Freund. Sie wissen, sie verstehen nicht das Welt. Wie funktioniert die Welt? Ja, wie funktioniert denn die Welt? Die Welt ist der erste Präsident ist kriminell. Auch jeder Präsident ist kriminell. Ja, die das ganz, weiß ich. Die als ganzen Bundeskanzler sind Kriminelle. Ja. Die ganzen Banken sind Kriminelle. Ja, das stimmt die auch. Die ganzen Leute sind Kriminelle, nicht ich. Doch, du schon. Punkt. Ich mache gar nichts. Ich rufe Ihnen am Telefon, Sie können auflegen in der ersten Sekunde. Jawohl, aber das ist ja auch schon kriminell. Aber Ihr Arsch braucht das. Ihr Arsch braucht mich. Ihnen warum? Zu ein bisschen Geld nehmen. Weil Sie haben Geld, Sie wissen nicht, was Sie machen können mit Ihrem Geld. Ja. Und Sie schicken bei Betrügen. Aber ist meine Schuld, weil Sie bei Betrügen schicken? Ja. Ist meine Schuld. Ja. Nein, Sie können auflegen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Oder Sie legen auf und Sie antworten nicht mehr. Oder sie antworten und sie geben das Geld. Jetzt, weil sie eine Angstperson haben. Ich habe keine Angst. Weil sie haben angegeben, jetzt Geld bei Betrügen und sie kommen bei mir. Ich bin betrügt. Nee, ich habe nichts bezahlt. Wenn ich Betrüger bin, ich habe gesagt, ich rede mit Kultur und Respekt und ja, bitte, das aber, tust du ja nicht. Du bist ja unterirdisch. Ich bin unter? Unterirdisch. Sie können sagen, was sie möchten. Mhm. Aber die Betrüger, welche ihr Geld genommen haben, die sind in Spanien. Ja, hat ja keiner genommen. Hat er. Nee. Hat er, weil, wo wissen Sie, dass Betrüger ja, Leute... Weil ich sowas weiß, weil ich mich damit beschäftige und dich auf YouTube veröffentliche. Ah! Wie viel Geld haben Sie verloren in total? Jetzt. Gar keins. Wie viel Geld haben Sie verloren? Gar keins. Lassen Sie mich Ruhe jetzt. Wie viel Geld haben Sie verloren? Ja, umso öfter du fragst, deswegen wird es ja deswegen trotzdem nicht wahr. Auch Ihre Frau hat Ihnen gelassen. Aber ich habe keine Frau. Sind Sie divorced? Nein? Nee. Sie haben keine Frau. Aber normal, welche Frau bleibt mit Ihnen? Ja, ich will ja keine. Keine Frau bleibt mit Ihnen. Ist nicht in Ihrer Hand. Müssen ja, Sie will das? Ich ja nicht. Warum? Haben Sie viele Frauen und die müssen mit Ihnen bleiben, aber Sie müssen nicht. Nee, ich bin anderweitig versorgt. Sie sind Lügner. Große Lügner sind Sie. Nee, eigentlich nicht. Ich will Ihnen, Sie sind große Lügner. Nee, der Lügner bist ja du. Ich bin kein Lügner. Doch? Nein, ich bin kein Lügner. Ich rufe Ihnen, ich sage, was in der Macht ist. Jetzt, Sie glauben und Sie schicken 10.000 Euro, das ist nicht mein Problem. Das ist aber Lügen. Wie? Das ist aber dann eine Lüge. Egal, Ihre 10.000 Euro sind weg. Ja, weil du das damit abhauen willst. Das ist der Punkt. Und was machst du dann damit mit dem Geld? Keine Ahnung, was machen die jetzt? Entschuldigung mich, aber wenn Sie mich schenken, 10.000 Euro, normal. Das schenkt ja keiner. Du erzählst ja nicht, dass das verschenkt wird. Du erzählst ja da deine Trading-Geschichte. Wenn ich Betrüger bin und nehme ich Ihr Geld, ich schicke Ihnen ein Foto mit zwei Frauen.
Zum Fliegen. Das ist aber Betrug, was du da machst. Egal mir, was ich mache. Die Wichtige ist, ihr Geld ist weg und ich ficke mit ihr Geld. Und das warum? Ist die Wichtige für mich. Und warum? Warum muss ich ficken mit meinem Geld? Ich ficke mit ihr Geld. Ja, aber was ist denn daran? Warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Warum gibt es so viele so Menschen? Weiß ich nicht. Ah, schlecht. Wer zahlt denn so bei euch ein? Wie alt sind denn die Leute so? Wie alt? 55, 60. Rente. Das ist scheiße. Sehr ja traurig. Sehr traurig. Aber was werden Sie machen? Weil erklären Sie mir, was werden Sie machen? Ja, okay, haben Sie gearbeitet, Sie sind zu Hause, was machen Sie jetzt? Ja, ich veröffentliche das hier. Warten Sie, bis Sie sterben. Das machen wir. Machen wir alles jetzt. Weil Sie, das gefällt Ihnen nicht und dann müssen wir so machen wie Sie. Habt ihr noch einen Job frei? Egal was, die Witte geht, das ist ein guter Job. Kann man bei euch anfangen? Das ist normal, Sie können. Kann man bei euch anfangen? Bitte, kommen Sie in Wien, in Windmühlstraße 24. Ja, du sitzt ja nicht in Wien, das ist ja das Problem. Jetzt hören Sie mich dann nicht. In Windmühlstraße 24. In Wien. Nee, das stimmt nicht. Das ist ja Quatsch. Okay, da sitzt ihr ja nicht. Komme ich jetzt bei Ihnen? Hm? Komme ich bei Ihnen jetzt, oder was? Nee, wo muss ich denn hinkommen, wenn ich bei euch auch arbeiten will? Da schau ich einmal, was. Schau ich jetzt, kontrolliere ich einmal Ihnen, wer sind Sie? Wo arbeiten Sie? Eine Verbindung mit Zukunft. Internet, Telefon, Fernsehen. Sie sind Techniker. IT-Techniker. Ja. Mit Internet und Fernsehen. Mhm. Für das Sie wissen, haben Sie Angst vor Betrügen. Weil Sie so viel gehört haben über den Betrügen und jetzt Sie denken, dass ich Betrüger bin aus Österreich. Na, hast du doch bestätigt. Habe ich jetzt bestätigt, weil habe ich gesehen, Ihre Firma, Ihre Netz, 19,90 € im Monat, 19,90 € wieder im Monat, Netz, 200. Bonuswirtschaft. Was sind Sie da? Was? Sebastian Günther ist der Kundenberater, ja? Denise Seib, Dirk Böhme, Sandra Ulrich, Ralf Taschner. Sie sind nicht da. Sie sind nix. Sie sind ein Mitarbeiter von dir, ja? Weiß oder Sie nicht. Sind der Chef? Sie sind der Chef, ja? Keine Ahnung. Für das reden Sie so, weil Sie der Chef sind. Ah, intelligenter Mann. Haben Sie Angst vor mir? Vielleicht ich bin Betrüger, ja? Muss ich ja keine Angst haben, ich weiß es ja schon. Sie wissen nicht mehr, weil suchen Sie einmal über meine Bank. Ja, du bist ja trotzdem Betrüger. Ich bin kein Betrüger jetzt, reden Sie nicht so. Doch. Weil wenn ich Ihnen verarsche, dann Sie sagen mich wieder Betrüger. Ja, du bist doch auch ein Betrüger. Wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Na, an deiner Aussprache, an deiner Umgangsform. Meine Aussprache? Ich komme aus Italien, mein Freund. Parla Italiener. Parla. Schön. Parla Italiener, signor. Schön. Vuoi Italiano parlare o vuoi tedesco? Che, come ti piace? In welchem Land sitzt du? In Österreich, nochmal. Nee, das stimmt ja nicht. Wow, stimmt ja nicht. Ich bin da seit 8 Jahren in der gleichen Platz. Also vorhin waren es noch 4. Wo war ich? Ja, vorhin hast du 4 Jahre erzählt. 4 Jahre? Hast du vorhin gesagt. Mit dieser Firma. Aber meinen Platz in Wien, ich bin ihn seit 8 Jahren. Ja, das glaubt dir doch aber keiner. Weil sie nicht glauben, glauben alle Leute, man gibt andere Leute, nicht sie. Weil es sind 80 Millionen Leute in Deutschland. 83. 81. Nee, 83. 83 minus 50.000 oder 50 Millionen Leute, die arbeiten nicht mit Trading, arbeiten 30 Millionen. 30 Millionen, 100 Kunden habe ich in 30 Millionen, welche die investieren bei mir 10.000 Euro jeden Monat. 100.000 Euro ist in meine Tasche. Na bestimmt. Sie? Was machen? Ich arbeite anständig. Sie arbeiten anständig. Sie bekommen Geld. Logisch. Aber mit das Geld, was Sie bekommen, Sie wissen nicht, was Sie machen können. Ne? Das ist Ihr Problem. Ach so. Haben Sie Kinder? Nee. Familien? Nee. Nix. Für was haben Sie das Geld? Jo, für nix. Geben Sie mir, dann mache ich Spaß mit Ihr Geld. Ja? Für was? Geben Sie bei denen, dann sterben Sie, nehmen das Land, das, was Sie gemacht haben, und dann, was haben Sie verdient? Ja. Klingt nicht besonders intelligent. Intelligent ist, das ist intelligent. Weil Sie sind allein, keine Frau, keine Familie, keine Kinder. Das habe ich nicht gesagt.
Haben Sie, weil ich habe gefragt, haben Sie Familien, Kinder? Nein, haben Sie gesagt. Ja, Kinder habe ich nicht. Kinder haben Sie nicht? Nein. Familien haben Sie nicht. Doch. Wenn Sie kein Kinder haben, schwer brauche ich Ihnen. Für was? Für was brauche ich Ihnen jetzt 70 Jahre alt? Für was? Mhm. Was werden Sie machen? Nichts. Schämen Sie sich nicht? Ich werde auch in Ihren Platz. Weil jetzt, ich bin noch jung. Ich verstehe Ihnen. Aber wie ich sehe, diese Welt mit dem Ukraine-Krieg und was passiert, ich denke, dass die Welt ist, ganz die Welt mit schlechten Personen, nicht ich. Na doch, du machst ja mit. Sie denken, dass ich bin der Schlechte, aber nein. Doch, du klaust doch Geld. Boah, das heißt kein Klauen. Sie geben selbst. Ja, aber das ist ja trotzdem Betrug. Das ist ja unter falschen Tatsachen. Warum geben Sie? Ist nicht Betrug. Natürlich, ist ja unter falschen Tatsachen. Ist nicht Betrug, mein Freund. Sie wollten Geld verdienen. Sie haben gesehen im Internet. Ja, aber bei euch kann man ja kein Geld verdienen. Kann man. Nein, kann man nicht. Kann man wir. Nein. Wenn wir Geld verdienen, glauben Sie mich. Das ist Quatsch. Wir können Geld verdienen. Nein, das ist Quatsch. Wie, das wissen Sie nicht. Das weiß ich. Wie das weiß ich. Ihr steckt euch das Geld in die Tasche und haut dann ab. Wo steht der Problem? Sind Sie nicht zufrieden oder was? Wenn ich Ihr Geld nehme. Nö, ist ja nicht richtig. Ist richtig. Okay, ja, sage ich Ihnen, geben Sie mir Schuld, 10.000 Euro. Werden Sie mich geben? Nö. Aber dann nehme ich, glaube ich, so, mit Trading. Ja, und genau. Sie geben. Ja, und wer ist der Schlechte da? Ich oder Sie? Na du. Sie sind der Schlechte. Warum antworten Sie im Telefon? Warum geben Sie im Telefon, im Internet, Ihre Telefonnummer? Na, damit ich dich veröffentlichen kann. Ah ja, dann rufe ich Sie und nehme ich Ihr Geld und gehe weg. Ich bin der Schlechte, ja? Ja, genau. So ist und es weil ja Sie, immer. Weil Sie Ihr Geld selbst angegeben haben und ich bin der Schlechte, ja? Ja, ist aber unter falschen Tatsachen. Du haust ja mit dem Geld Polizei ab. Gehen Sie bei Polizei mein Geld geklaut. Ja, geht ja nicht mit einer gespooften Rufnummer. Das bringt ja nichts. Wie bringt denn nicht? Ja, wenn das alles gespooft ist und die Webseite nicht richtig und nichts nachvollziehbar ist. Welche Webseite? Ja, deine. Meine Webseite. So, Sie haben noch nicht gesehen, meine Webseite? Nee, bis jetzt noch nicht, nee. Aber wie reden Sie, wenn Sie nicht gesehen haben? Na, kannst du mir ja zeigen und dann melde ich die. Jetzt, nee, vor 10 Minuten wollte ich zeigen. Ja. Aber jetzt, ich kann nicht zeigen, weil Sie sind ein unvertrauter Mensch. Ja? Ja. Schade. Sehr schade. Sonst hätte ich deine Domain noch gemeldet. Aber vergessen Sie nicht meinen Namen. Mhm. Weil Sie werden mich... Habe ich schon vergessen. Vergessen Sie nicht, interessiert mich nicht. Aber Sie werden mich im Internet sehen oder im Fernsehen sehen, in der beste Broker in ganz Europa. Das glaube ich aber nicht. Oh, ist kein Problem, glauben Sie oder glauben Sie nicht, das ist kein Problem. Aber Sie werden mich im Fernsehen sehen. Nicht zu viel Zeit. Im Knast dann? Im Knast, Sie werden mich nie in Ihr Leben schauen. Nie wieder. Nie. Doch, bestimmt. Nur Wir hören Knast es bestimmt nochmal. Ich sterbe, bevor ich in Knast gehe. Ich sterbe. Nur weil Sie so zufrieden sind, wenn ich in Knast gehe. Und besser, ich sterbe und ich gehe nicht in Knast. Aber ja, ihre Geld kein Verlust. Ihre Geld sind in Spanien spazieren mit Frau Ficken. Ohoho. Trinken Red Bull, Wodka. Ja, aber das hält doch keiner für seriös. Egal, was passiert, Ihre Geld sind weg. Ja. Das ist der Punkt. So ist es. Das ist der Punkt. Für genau mich so das ist kostet es. Nicht. Ich rufe Ihnen, kostet nicht. Spaß mit Ihnen, Fakus. Lüge. Was ja, aber du verplemperst ja deine Zeit. Warum? Mit Ihnen? Egal, weil ich bin müde, weil ich habe Geld. Ja. Mit Ihnen, ich mache Spaß jetzt. 5 Euro. Wie? 5 Euro. 5 Euro, ich? Ja. Ich glaube schon. Sonst würdest du ja nicht so einen armseligen Job machen. 5 Euro, ich. 5 Euro nimmt in Sekunden. Ja. In Sekunden nehme ich die 5 Euro. Aber jetzt hast du nichts verdient. Mit Ihnen, ich möchte nicht, mit Ihnen, ich mache nur Spaß jetzt. Ja? Ja. Ich bleibe da, ohne Stress mit Ihnen, weil Sie denken, dass Sie intelligent sind. Ja. Und gefällt mir, wenn so Leute da sind. Intelligent. Gefällt mir. Ja, so ist es, wenn man sich nicht oft mit intelligenten Menschen umgibt. Herkunft, aufpassen, geben Sie kein Geld im Internet, weil Sie werden sterben.
Ja? Mit diesem Stress, was Sie haben und mit dieser Angst. Sie haben keinen Stress. Sie sind für Spazieren. Gehen Sie, nehmen Sie Ihren Hund und spazieren Sie. Ich habe nicht mal einen Hund. Katze, was Sie haben. Auch nicht. Was haben Sie? Kau. Ich habe eine kleine Giraffe. Kleine Giraffe? Ja. Aber reden Sie wie intelligent, ich muss sterben nicht. Ich bekomme einen Infarkt, wenn Sie wieder wie intelligent reden. Ja? Wo wissen Sie, was ist Giraffe? Wo wissen Sie? Kleine Giraffe. Was ist Giraffe? Kleine Giraffe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mhm. Und viel Spaß mit dem nächsten Person. Welcher ruft ihn an? Ja, da klingelt das bestimmt gleich wieder. Das klingelt ja hier den ganzen Tag. Da habe ich gesagt, geben Sie nicht Ihre Telefonnummer im Internet. Weil es nicht meine Schuld. Die Nummer ist ja extra dafür, damit so Leute wie du anrufen. Ja, ist extra für das. Ja. Weil Sie sind Polizei und jetzt Sie wissen, wo ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben meine Stimme. Das kriegt man ja über eine gespoofte Rufnummer nicht raus, aber... Gehen Sie und zusammen mit Ihrer Polizei, gehen Sie spazieren beide. Weil auch wenn Sie mich in den Knast gehen, ich bleibe 2-3 Jahre und ich gehe raus, um aber wieder Spaß machen mit Ihrem Geld. Aber wer zweimal in den Knast kommt, der kommt beim zweiten Mal nicht mehr raus. So denken Sie. So ist es. Ne, so denken Sie. Nee, so ist es. Einmal mache ich einen Fehler. Zweites Mal, ich bin behindert, wenn ich einen Fehler mache. Ja? Das bist du aber auch ohne Fehler, weil du bis willst jetzt, ja Geld bis klauen. Jetzt, ich habe keine Fehler gemacht. Und der große Gott hilft mich. Ja. Weil ich mache gar nichts schlecht. Ich rufe, ich frage Ihnen, möchten Sie investieren? Was ja, doch gar investieren Sie. Möchten Sie nicht, lassen Sie. Ich störe Ihnen nicht. Und der Gott hilft mich. Ich bin Betrüger, ich bin kein Betrüger. Der Gott ist mit mir, nicht mit Ihnen. Mit mir. Betrügen Sie Leute ohne betrügen? Sie sind nicht zufrieden, weil ich die Leute betrüge, oder was? Naja, du betrügst doch die Leute. Ja, wo steht Ihr Problem? Das ist ja nicht gut, sowas. Ist nicht gut, aber wer sind Sie, damit Sie mich sagen, welche ist gut und welche nicht? So. Wer sind Sie? Ich bin ich. Der Richter, Sie sind der Richter. Arbeiten Sie als Richter? Vielleicht. Telekommunikation. Mit Internetfieber. Einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem nächsten. Ja, aber vielleicht hören wir uns nochmal. Ich habe noch ganz viele andere Telefonnummern. Nee, zusammen, wir hören uns nicht mehr. Weil na, vielleicht doch. Ich weiß nicht, dass Sie ein Mann, welche Farbe die Leute sind. Ja, aber das nächste Mal habe ich doch eine andere Telefonnummer und eine andere E-Mail und einen anderen Namen. Ich? Nee, ich. Ich? Oh, Papa, Sie kennen mich nicht. Belassen Sie mich jetzt ruhig. Ja, aber ich trage ja meine Daten überall immer wieder ein. Irgendwann wirst du bestimmt noch mal einen Datensatz kaufen. Die Daten jetzt, ich werde wieder verkaufen, bis Sie Ihre Telefonnummer endet kennen. Ja, die ändere ich ja jeden Tag. Sie enden jeden Tag und Sie geben jeden Tag im Internet die Nummer. Ja, man kann doch 100 Telefonnummern schon für 2,99 € kaufen. Ist doch jetzt kein Problem. Okay, kaufen Sie. Das habe ich ja schon. Was interessiert mich? Sie denken, dass Sie intelligent sind, aber weil Sie einmal Geld verloren haben im Trading, Sie sind eine Null. Null! Welches Programm benutzt du zum Rufnummern-Spoofing? Welches Programm benutze ich? Müssen Sie meinen Job klauen jetzt, oder was? Ja. Ist doch immer gut, von einem Betrüger zu lernen. Kommen Sie, arbeiten Sie mit mir zusammen, warum arbeiten Sie nicht? Oder müssen Sie nicht Ihre Leute betrügen? Sage ich Ihnen einfach, weil vielleicht ich bin kein Deutscher und dann betrüge ich die Deutschen. Ich habe keinen persönlich mit den Deutschen. Vielleicht rufe ich ja in Italien an und klaue die Leute. Rufen Sie in Italien, versuchen Sie einmal. Geben die Italiener Geld zu im Telefon oder nicht? Weiß ich nicht, wird sich herausstellen. Die geben sofort. Ja. Rufen Sie an und die geben. Nur einfach rufen Sie für Trading und schauen Sie selbst, wie viel Geld geben die aus. Scheint ja überall zu funktionieren. Nur Sie. Als persönlicher Mann, Sie geben keinen Cent raus. Ich nicht, ne. Ja, aber Sie sind der Schlechte in diesem Thema. Warum? Weil Sie kein Geld geben. Ja, aber ich lasse mich nur nicht verarschen. Aber wer hat Ihnen verarscht? Ja, du hast es ja probiert. Ich habe nicht probiert, ich habe Ihnen verarscht. Ja, womit denn? Ich habe verarscht. Ja, womit denn? Mit? Mit was? Ja, mit was? Ich habe Ihnen verarscht.
Ja, jetzt in Ihre Augen zusammen sind wir da. Ja, womit denn? Mit Ihren Worten, welche Sie gesagt haben, dass ich Betrüger bin. Ja, aber bist du doch auch. Aber ich bin kein Betrüger. Sie wissen nicht, dass ich Betrüger bin. Na, was denn dann? Ja, weil Sie das nicht wissen, Sie müssen nicht so sprechen, weil wenn Sie so sprechen, dann ich werde sauer. Wenn ich sauer werde, dann Sie bekommen Störung von mir. Ja, aber die Definition von Geldklauen oder arglässig, also hinterlässig. Sie sind gar nicht, Sie sind nicht der Richter. Nochmal, wir sind nicht hier im Gericht. Na, trotzdem bist du ein Betrüger. Sie sind null. Sie sind eine Person, welche lebt. Ja, aber du bist ja trotzdem ein Betrüger. Nimmt Oxygen, nimmt Lebensmittel und lebt bis stirbt. Ja, aber du bist ja trotzdem ein Betrüger und beklaust die Leute. Nochmal, weil ich verstehe nicht. Wo steht jetzt Ihr Interesse? Na, da drin deine Zeit zu verplempern. Egal meine Zeit. Sie sind fokussiert bei meiner Zeit. Naja, aber in der Zeit, wo du mit mir redest, kannst du keinen anderen bescheißen. Achso, und... mein Freund, ich habe Termine. Wenn ich so rufe, Anrufe mache, ich habe keinen Termin. Ich bin frei und ich mache Anrufe. Mhm. Ich bin frei und ich rufe die Leute an. Ja, noch aber ich arbeite mit meinen Kunden, ich arbeite mit Terminen. Mhm. Das heißt, verlieren Sie meine Zeit, verlieren Sie nicht, mein Geld kommt. Ja. Ja. Tja, so ist es halt. Hören Sie meinen Kollegen, wie sagen ja, Trading. Ich hab den Schrei halt gehört, ja. Ja, arbeiten wir. Habt ihr da auch so ein lustiges Klingelglöckchen? Ja, haben wir. Auch im Knast, wenn ich gehe in Knast, ich gehe mit den gleichen Leuten und trotzdem 2-3 Jahre bleibe ich in Knast. Ja, klingel mal mit der Klingel. Schauen Sie Ihre Probleme, schauen Sie Ihre Familie, Ihr Haus. Traust du dich nicht da am Glöckchen zu klingeln? Schauen Sie Ihre Probleme, reden Sie nicht für die Leute, Betrüger. Also die anderen, die klingeln wenigstens für mich. Lassen Sie mich jetzt, weil ich bin nicht eine schlechte Person. Doch. Ich bin eine gute Person, mit Kultur, mit allem. Mm-mm. Ich rede nicht mit Leuten so wie Sie. Ich arbeite nicht mit Leuten so wie Sie. Also ja, aber du betrügst ja die Leute. Sie sind intelligent. Ja. Aber wen habe ich betrügt? Sagen Sie mir einmal. Ja, die Leute. Aber welche Leute? Ja, die Leute, die sich bei dir eintragen. Wo wissen Sie, ich habe kein Geschäft, gar nichts. Wo sind die Leute? Welche Leute? Sagen Sie mir einen. Sagen Sie mir. Ja, den Namen sagen kann Sie ich mir ja, eine. Den Namen kann ich ja nicht wissen, woher denn. Wir haben keine Fakten. Wo nee, steht der aber Fakt? Aber du bestätigst das ja. Wie bestätige ich das? Ja, mit deinem Verhalten. Mit welchem Verhalten? Mit deiner gespuften Rufnummer zum Beispiel. Das ist Internetleitung, ich zahle kein Geld für das. Ja, trotzdem warum muss ich du mit Ihnen erreichen über mein Handy? An. Ja, du rufst ja trotzdem mit einer gefälschten Rufnummer an. Mit Telefonnummer ist österreichisch, nochmal. Ja, die Vorwahl, aber der Rest geht ja gar nicht. Der Rest ist ja fake. Wow, intelligent, voll intelligent. Ja. Voll, weil Sie IT sind. IT sind bei Telekommunikation. Das heißt, Sie wissen nicht alles. Doch. Das ist Internetleitung und das ist kein Fake-Nummer. Doch. Das ist eine Nummer, welche registriert ist unter einer Namenperson. Ja, aber die Ausgangsrufnummer ist ja gefaked, damit man eure richtige Rufnummer nicht sehen kann. Aha. Oh, scheiß IT. Mhm. Scheiß IT. Mhm. Sag ich Ihnen, scheiß IT, so ist. Ja, kann ich mitleben. In Ordnung, vielen Dank für die Zeit. Mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und reden wir vielleicht ein nächstes Mal. Ja, kannst du ja nochmal anrufen. Ja, ich versuche, wenn ich Zeit habe, ich rufe ihn, okay? Alles klar, bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Hallo? Guten Tag, ja. Hallo, guten Tag, bin ich verbunden mit Lili Lipp? Ja. Ich grüße Sie, Herr Dille. Angela Berger ist am Apparat und ich rufe Ihnen an von der Economic Trading Platform. Sie haben eine Anmeldung für Online-Handel gemacht, stimmt das? Nein, ja. Okay, und haben Sie schon Erfahrungen mit Onlinehandel? Nee. Haben Sie nicht. Okay, also ich habe Ihnen angerufen wegen der Anmeldung, die Sie gemacht haben und ich möchte Ihnen helfen, mir das Konto zu aktivieren. Vielleicht haben Sie einen Computer in der Nähe, Herr Lilly? Das heißt Herr Lips.
Nochmal? Das heißt Helips. Haben Sie einen Computer in der Nähe, den Sie benutzen können? Ja. Okay. Wissen Sie, wie das funktioniert, wenn ich mal fragen darf, Herr? Wissen Sie, nee, wie Onlinehandel funktioniert? Nein. Okay, es ist einfach so. Wir kaufen etwas. Und zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Wir kaufen ein paar Schuhe für 50 Euro. Ja? Und wir verkaufen... Hören Sie mich? Ja. Sind Sie da? Ja. Okay. Und wir verkaufen diese Schuhe für 100 Euro zum Beispiel. Das heißt, wir haben 50 Euro Profit gemacht. Aha. Also die gleiche ist mit Bitcoin. Wir kaufen die Bitcoin, wenn der Preis ist unten. Mhm. Und wir verkaufen diese Bitcoin, wenn der Preis geht hoch. Ja. Also Sie können mit Bitcoin, mit Trading, mit alle Kryptowährungen, mit Aktionen und so weiter. Also es ist einfach so. Sie machen eine Investition, um mehr Geld zu verdienen, um diese Investition zu verdoppeln. Haben Sie mich verstanden? Ja. Okay, wunderbar. Können Sie bitte kurz bei Ihrem Computer gehen, damit ich kann Ihnen auch die Plattform vorstellen und Ihnen erzählen, wie das funktioniert. Wie Sie eine Anzahlung machen können, wie Sie eine Auszahlung machen können und so weiter. Ja, ja. Okay, wunderbar. Gehen Sie wieder bei Ihrem Computer? Ja. Sind Sie schon dort? Ja. Okay, wunderbar. Vielleicht haben Sie ein Programm, das heißt AnyDesk bei Ihrem Computer? Nee. Nein, kein Problem. Okay. Also, öffnen Sie bitte eine neue Google-Seite. Ja. Und schreiben Sie, was ich sage, okay? Ich werde die Seite buchstabieren. Einen Moment. Okay, kein Problem. Nehmen Sie Ihre Zeit? Ja. So. Okay. Sind Google Sie fertig? Ist offen, ja. Okay, perfekt. Also jetzt bei Suche schreiben Sie eine E wie Emil. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Hm. O wie Otto nochmal. Ja. M wie Martha. Ja. I wie Irland. Hm. X. Hm. Punkt. Hm. Nochmal I wie Irland. Ja. Hm. Und O wie Otto. Ja. Suchen Sie die Seite an jetzt. Und nun? Nochmal? Und nun? Haben Sie die Seite so gesucht? Die habe ich jetzt, die Google-Suchergebnisse, ja. Es gibt keine Ergebnisse? Doch, die Google-Suchergebnisse. Wo haben Sie das geschrieben? Na, bei Google haben was Sie das geschrieben. Was steht dort, Herr? Bitte nochmal? Na, die Google-Suchergebnisse stehen dort. Ja, und sehen Sie, wo ist economics.io? Es ist bleiben, warten Sie kurz. Benutzen Sie WhatsApp und dann diese Nummer, wenn ich mal fragen darf? Was? Benutzen Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Hier steht economics.io, Anlagebetrug. Sofort Anwalt kontaktieren. Bitcoin zurückholen. Was ist das, bitte? Hier steht, es eine Seite mit Betrug. Schlechte Review. Ne, bei Google steht, dass ihr Betrug seid. Nein. Alle, auch die Deutsche Bank hat schlechte Review. Ich glaube, sie wissen naja, das aber schon. Aber bei Ihnen macht ja mal, dass man sofort die Polizei kontaktieren soll. Ich kann... warten Sie kurz, einen kleinen Moment. Ja. Ich kann Ihnen die... Ihre Sicherheit ist nur eine Lizenznummer. Sie wissen das bestimmt. Hier steht Finger weg, ihr werdet keinen Cent sehen. Finger weg, ihr werdet keinen Cent sehen. Dazu sind die auch ganz frech und unverschämt. Herr ganz schlimme Erfahrung gemacht neulich. Ich verlasse mich auf Gott und weiß, wie die werden das Doppelte abkriegen. Ach so, ja, irgendwas mit Karma. So, und dann steht hier noch, komm mal an das Geld nicht mehr ran. Das nächste ist, Broker zahlt nicht aus und beschimpft.
Das nächste ist, Broker hat gut gearbeitet, aber trotzdem kein Geld. Herr Lips, gucken ja. Sie mal. Wie gesagt, auch die Deutsche Bank. Nee, hat aber da steht nicht, dass das Geld nicht ausgezahlt wird. Das steht da nicht. Können Sie mich nur einen kleinen Moment hören, bitte? Weil ja, Sie lassen mich nicht reden. Ich höre Sie. Also, Ihre Sicherheit, ja. Im All, wenn Sie eine Investition machen möchten, ja. Ihre Sicherheit ist nur eine Lizenznummer. Nee. Okay? Doch. Nee, Weil falsch. Bitte. Ja, aber bitte, Sie kann sind ich, doch Betrüger. Kann ich reden? Sind Betrüger. Kann ich reden? Sie sind Betrüger. Machst du Spaß jetzt, oder? Sie sind doch kriminell, oder nicht? Ich sage Ihnen, Ihre Sicherheit ist eine Lizenznummer. Das ja? ist Ihre Sicherheit. Aha. Wenn, weil, wenn Sie betrogen sind bei einer Firma, wenn Sie haben die Lizenznummer, Sie können bei der Polizei gehen und die Polizei kann diese Firma finden. Nee, das ist und nicht. Sie, man kann euch ja nicht. Eure Rufnummer ist gespooft und eure Adresse stimmt auch nicht. Ich habe Ihnen gesagt, die Lizenznummer, wenn Sie die Lizenznummer wissen, Sie können auch eine Anzeige machen. Nein, und es ist kein Problem, weil die... Können Sie mich hören, erst einmal, Mann? Was ist los mit dir? Was ist falsch? Sagen Sie mir, was richtig ist dann. Was ist falsch? Okay, sagen Sie mir, was richtig ist. Ja, wenn ihr euch aus dem Staub macht, ist die Kohle weg. Nochmal? Wenn ihr euch aus dem Staub macht, ist die Kohle weg. Kannst du mich sagen, was ist richtig? Weil das, was ich gesagt habe, ist falsch. Sagen Sie mir, was richtig ist. Naja, wenn man bei euch Geld einzahlt, dann macht ihr euch aus dem Staub und die Kohle ist weg. Und wenn man das bei der Polizei meldet, kann die nichts machen, weil die euch eh nicht findet. Ja, das habe ich Ihnen gesagt. Wenn Sie die Lizenznummer von dieser Firma wissen, ich kann Ihnen die Lizenznummer ja, von unserer Firma zeigen, dann die Polizei kann uns finden und es ist kein Problem. Wenn Sie betroffen sind, auslandsübergreifend was ist richtig, Mann? Was ist richtig? Okay, jetzt bist du unverschämt. Das stimmt also das, was im Internet steht. Im Internet hat auch, wie gesagt, die Deutsche Bank und alle ja, Banken... Aber du bist Betrüger, du bist eine Kriminelle persönlich, du selbst. Und wie spreche ich mit Sie jetzt? Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Nein. Doch. Das ist nicht für... Doch, ich das ist richtig. Das steht im Internet bei Google. Im Internet, Sie müssen nicht alles, was im Internet steht, aber das vertrauen. Steht auch bei Trustpilote. Sie vertrauen dem Internet, ja? Ja. Lassen Sie mich dann aber die nicht unsere Lizenz. Ja. Ja, lassen Sie mich unsere Lizenznummer zeigen dann. Ja, die ist ja nichts wert. Ja, werden Sie dann nochmal? Wo steht denn die Nummer? Ja, ich kann das Ihnen zeigen. Okay. Wenn Sie mich lassen, na, ich dann kann los. Das hopp. Ihnen zeigen. Ja, wo okay. denn? Wo steht denn die? Ja, öffnen Sie eine neue Google-Seite dann. Nee, ich bin ja schon auf eurer Webseite hier, economics.io. Wo steht denn da die... Nein. Öffnen Sie eine neue Seite. Nein, eine neue Seite habe ich gesagt. Das hat auf economics zu stehen, nicht eine neue Seite. Nein, falsch. Was ist los mit dir, Mann? Bist du verrückt oder was ist los mit dir? Impressum und eine Lizenz gehört direkt auf eure Webseite und nicht auf eine andere Webseite. Das gehört auf eure Webseite. Kennen Sie schon die Webseite Unternehmensregister? Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Das ist ja keine Lizenz. Wie hat das nichts zu tun? Nein. Was ist los das ist mit dir, falsch. Mann? Das ist falsch. Das ist ganz was falsch. Was ist richtig dann? Was ist na, richtig? Bei der BaFin. Ja, das ist falsch. Was bei der ist BaFin, richtig? Bei der BaFin. Bei der nochmal? BaFin. Bei der BaFin. Bei der BaFin. Du bist verrückt, Mann. Ja, und du bist kriminell. Weißt du das? Du bist kriminell. Weißt du das? Du bist verrückt. Und du bist für kriminell. Für verrückte Piep. Und du bist kriminell. Und du bist eine Betrügerin, ja. Die Leute Bescheid. Für verrückte Leute so wie sie, ja, ich bin ein Kriminell. Ja, du das bist ja auch eine Kriminelle. Du bist wie verrückt, die Leute bescheißen Mann. Will. Ihr habt keine Lizenz. Ihr besitzt keine ich hab Lizenz. Ich habe dir gesagt. Nein. Kannst, du wenn du eine Lizenznummer möchtest. Nein. Falsch. Nein, das nein. Keine Lizenz. Keine Lizenz vorhanden bei euch auf der Webseite. Ihr weißt seid du Betrüger. Das, oder? Ich weiß das, ich sehe das. Ich habe eure Webseite offen, das Betrüger-Ding hier.
kann nichts sagen. Es, ja, es, weil dir, es ist bist. Deine Betrüger, Entscheidung. Ich kann. Betrüger. Ja, verrückter Mann. Kriminelle. Verrückter Penner. Ja, genau. Jetzt passt es ja. Genau. Ja, kriminell und Kriminelle äußern sich. Okay, so. Alles richtig. Verstanden. Ja. Alles du Kriminelle. Mann. Du Betrügerin. Du verrückter Penner. Ja, du bist eine Betrügerin. Ja. Okay. Ja, jetzt. Betrügerin. Jetzt los. Ihr jetzt habt keine los. Lizenz. Ihr besitzt keine Lizenz. Ihr seid illegal. Du bist bestimmt, du bist verrückt. Ja und? Aber deswegen bin ich ja kein Betrüger. Ja. Die Betrüger seid ja ihr. Ja. Betrüger. Okay. Jetzt los. Kriminelle. Ihr habt keine Lizenz. Ja. Ihr kleinen Betrüger. Ihr. Ja. Beiden fein. Okay. Ja, ihr Betrüger. Schluss jetzt. Beiden Betrüger. Mach Sitz, Betrüger. Ja. Schluss jetzt, okay? Mach Sitz, du Betrüger. Mach Sitz. Schön Platz machen. Schön was die Leute abschrecken. Oh, das machst du aber fein. Ja? Schön die Leute verarschen am Telefon, ja? Fein. Das machst du aber schön. Leute betrügen. Jetzt. Toll. Und? Jetzt. Hast du dir schon immer so einen Job gewünscht, ja? Findest du das gut, was du da machst, ja? Nochmal? Findest du das gut, was du da machst, ja? Leute betrügen, ja? Das ist deine Meinung. Das ist super, ja? Findest du schön, die Leute zu betrügen, ja? Ja? Das ist deine Meinung. Das ist falsch. Das ist total falsch. Ja, genau, das ist richtig. Ihr habt keine Lizenz. Ihr seid nicht angemeldet. Ihr seid nicht reguliert. Du hast mir nicht... Ihr seid Betrüger. Kriminelle. Was hast du gesagt? Ja, ihr seid Kriminelle, Betrüger. Bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßiger Betrug. Wir sind kein Krimineller. Ja, das ist alles illegal, was ihr da macht. Jetzt Schluss, verrückter ja, Banner. Ja, genau. Und so wie du dich benimmst, das... Guten Tag. Hallo, spreche ich mit Herrn Hommel? Ja, also hier ist der Account Manager von der Firma Prism Capital. Sie haben vor kurzem Interesse an Ölprofit gezeigt. Stimmt es? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Also wissen Sie nicht? Also was wissen Sie nicht? Na, was möchten Sie denn? Ja, ich habe gefragt. Na, kommt da jetzt noch was Sinnvolles oder war das jetzt schon alles, was Sie loswerden wollten? Ja, also ich habe gefragt, ob Sie vor kurzem Interesse an Ölprofit gezeigt haben. Stimmt es? Ja, weiß ich doch nicht. Was wissen Sie nicht? Ja, nun fahr doch mal fort. Ist doch langweilig, was du da machst. Ja, also... Schauen Sie mal, Herr Hommes. Also, wohin es denn? Geht um Interesse an zusätzliches Einkommen. Nicht, Herr Hommes. Und unser automatisches Handelssystem. Also für Trading. Erinnern Sie sich daran? Nö. Na, haben Sie gestern keine Daten hinterlassen? Nee. Ja, und wer hat das gemacht? Ja, weiß ich nicht, Ihr Chef dann oder so. Weil gestern habe ich mich nirgendwo angemeldet. Und was haben Sie gesagt? Das hat mein Chef gemacht. Ja, vielleicht. Ich habe mich ja gestern nicht angemeldet. Ja, und wie? Mein Chef hat selbst die Daten, also diese gefunden. Er hat die Daten irgendwo gekauft und dann in euer System eingefüllt. Ja, einfach, er, also unser Chef geht auf den Markt, kauft dort ihre Daten und dann geht er auf die Arbeit, ja, und hier auf dem Computer bleibt einfach die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nachname und Vorname. Genau. Ja. Ja, aber bei mir steht, wann Sie diese Daten hinterlassen haben. Ja, ich hab's ja nicht gemacht. Ja, und der Chef das hat auch nicht gemacht. Naja, wer denn sonst? Sie persönlich. Nö. Ja. Nö. Ja, das ist so. Nee, ich war ja gestern gar nicht am Computer. Also wolltest du mir so Quatsch gar nicht erzählen. Ja, und ich sage nicht, dass Sie gestern das gemacht haben. Doch, hab hast das du doch gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, gestern. Also das war nur ein Beispiel. Also ich habe gesagt, dass Sie diese Daten vor kurzem hinterlassen haben. Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, gestern.
Ja, also ich habe gesagt, dass gestern, also unser Chef hat auf dem Markt ihr Daten gekauft. Nee, ja? Du hast gestern gesagt, ich habe die Daten, oder du hast gesagt, ich habe gestern die Daten eingetragen, aber das ist ja Blödsinn. Das stimmt ja nicht. Nein, ich habe gefragt, haben Sie die Daten gestern hinterlassen, oder? Nö. Ja, also Sie antworten nein. Ja, dann, richtig. Wann haben Sie diese Daten hinterlassen? Ja, weiß ich doch nicht mehr. Erinnere Sie sich daran nicht? Nö, ich melde mich auf so viele tausend illegalen Seiten an. Ja, aber das ist nur eine Frage. Ehrlich gesagt, das ist nicht so wichtig, wann haben Sie diese Daten hinterlassen. Ja, aber warum also, hältst du dich denn damit eine halbe Stunde auf, wenn es nicht so wichtig ist? Weil das ist sehr wichtig, also, dass Sie diese Daten hinterlassen haben. Ja, das wofür ist das denn wichtig? Ja, und wofür, also dann, wofür ist das denn wichtig? Ja, und wofür ist das denn wichtig? Das gemacht haben. Wofür ist das Sie denn wichtig? Sagen. Ich habe dir eine Frage gestellt, wofür ist das denn wichtig? Ja, ich habe auch du brauchst eine Frage immer, am ja, nee, gestellt, nein, aber nein, auf diese nein, Frage nein. haben Sie du noch nicht geantwortet. Du antwortest mal auf meine Frage, anstatt um in deinem Skript und weiterzumachen. Dann, das ist doch peinlich. Also, wenn Sie so kannst gemacht du jetzt auf meine Frage haben, dann antworten, sagen Sie oder bitte. Geht es überhaupt nicht auf meine Frage okay, also warum denken Sie, dass ich auf Ihre Frage antworten muss, wenn Sie auf meine Frage nicht antworten? Ja, weil du der Depp auf der anderen Seite der Leitung bist und mir irgendeine Scheiße verkaufen willst. Also hast du mir auch alle meine Fragen zu beantworten. Nein, ich muss das nicht machen. Doch. Ist ja dein Nein. Job. Sitzt Nein. du dann so im billigen Callcenter? Nein, Sie wissen nicht, was für mein Job ist. Doch, Callcenter-Mitarbeiter. Leute verarschen am Telefon. Das ist dein Job. Warum denken Sie so? Das denke ich nicht nur, ich weiß das. Okay, wenn Sie das gesagt haben, also dass meine Arbeit verarschen ist, dann könnten Sie bitte sagen, also wie viel Geld habe ich schon von dieser Person bekommen? Ja, das kann ich doch nicht. Bekommen. Das kann ich doch nicht wissen, ja, aber warum ja, sagen 250, Sie, 500 oder 1000 habe? Euro von den Leuten ergaunern? Das ist doch dein aber Job, die Leute zu verarschen. Sagen Sie, dass es ist doch dein Job, die Leute zu verarschen. Okay, also verstehen Sie, dass... Es ist dein Job, die Leute zu verarschen. Ich habe schon verstanden. Ja, also ich habe schon gehört. Dann sage ich, dass jetzt sprechen wir, ja, und also unser Stream schreibt jetzt, was wir jetzt sprechen. Also das ist schon das ein Audio. Ja, ja und wenn Betrüger. Sie so Betrüger, lügen, Krimineller, deine lügen, ganze Firma ist illegal, alle ihr da arbeitet illegal, alle komplett, ihr seid ein komplett armseliges Würstchenunternehmen. Ja, und ihr seid so dem, schon ihr müsst echt die Leute verarschen. Ja, dein System kann es mitschreiben, das kannst du überall hinzeichnen, ist mir sowas von egal. Das interessiert doch ja. Toaster. Ihr könnt doch sowieso nichts machen, ihr sitzt im Ausland, sie sitzen, du mich erreichen, du Würstchen. Und was denken Sie, dass unser Anwalt mit dem dein machen Anwalt, wird? Weißt du, also, was dein Anwalt mal machen kann? Sie dein Anwalt sagen, kann mich da lecken, wo die Sonne nie hinkommt. Das war's schon mit der Kakerlakenparty. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Schreib gerne deine Gedanken in die Kommentare, was du von unseren netten Betrügern hältst. Ein Daumen nach oben freut mich sowieso immer und ein Abo ist auch nicht verkehrt. Wenn du magst, siehst du hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.